So, können wir loslegen, oder? Jawohl. Okay, alles klar. Guten Morgen. Wir haben wieder einen Samstag. Ja, es ist noch kein Sonntag, der wird erst morgen stattfinden. Heute besprechen wir mal ein ganz, ganz kompliziertes Thema. Einige Geschichten, die in den letzten Monaten oder sogar Jahren sich rauskristallisiert haben, sind immer meine lieben Kunden, die mir sehr schöne E-Mails schreiben und sagen, ich hätte gern, ich würde gern, ich möchte gern. Und ich schreibe halt immer Romane, ja, und die Romane sind immer sehr lang und bringt trotzdem nichts, weil die Fragen kommen trotzdem zurück. Deswegen möchte ich das Thema Lack heute ansprechen, Lackiervorbereitung. Ja, da ist laut. Das probieren wir mal anhand von 2, 3 Beispielen und dann am Schluss an einem Endbeispiel. In Ordnung? Und ihr läuft einfach mit, ja? Komm, hopp. Ja, sehr schön. Also, wunderbar. Wir haben hier ein Fiat 850 Coupé. Habe ich nicht oft gesehen, muss ich gestehen. Ja, keine Ahnung. Aber ich freue mich, dass solche Autos kommen. So, das wäre zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel. Der Kunde hat wahrscheinlich hier schon irgendwelche Blecharbeiten gemacht. Und er fragt dann, was kostet das Lackieren? Mein Problem ist, dass wir zwar sehr gut aussehen, aber bei weitem nicht lackierfähig sind. Warum? Moment, ich hole ein Stück Kreide. Kreide, sehr schön. Aber das ist das, was ich eigentlich schon seit langer Zeit propagiere. Wir haben jetzt das Auto entlackt, entrostet, KTL beschichtet. Eigentlich wäre das ein sehr gutes Auto zum Lackieren. Nur hat es wie immer ein paar Kleinigkeiten, die man erst nach der KTL sieht. Und das ist zumindest die erste Problematik. Dieses Budget, was man hier kalkulieren sollte für eine Lackierung, bedarf noch einer gewissen Karosseriearbeit vor der Lackierung. Und das kann man wirklich erst nach der KTL sehen und auch bepreisen. Und das einfach per Mail anzugeben, ist de facto unmöglich. Das kann ich jetzt machen. Also machen wir mal hier an der Flanke. Ja? So, Anfrage Nummer 1, Lackiererei Nummer 1. Was kostet einmal lackieren? Der sagt 2000 Euro. Anfrage Nummer 2, der sagt 15.000 Euro. Dann sagt der Kunde noch, Anfrage Nummer 3, mein Bruder, Kiste Bier, ja? Das ist so die drei Konstellationen gibt es. Was kostet es denn wirklich? Und jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, ne? Was ist denn die Wahrheit? Die Wahrheit heißt, oh, eine kleine Beule. Hier ist noch was. Da ist noch ein Loch zu schließen. Das da, das da. Hier ist eine Unruhe. Hier ist eine Unruhe. So, das ist die Wahrheit. Jetzt bin ich der Fiat 850 Besitzer. Komme beim Schwan vorbei und sage, hey Schwan, du sag mal, mein Bruder, der ist Lackierobermeister in, keine Ahnung, ist mein Ding. In der Regel hat jeder Kunde einen Bruder, Stiefbruder, Schwager, keine Ahnung, Freund, immer der Oberlackiermeister. Jetzt frage ich mich, wenn man solche Freunde hat, warum macht es denn nicht der Freund? Ganz einfach, weil wenn du das in eine normale Lackiererei bringst und du sagst, einmal bitte lackieren und er sagt, Bruder, na Bruder, ich brauche hier ohne Witz, ohne Spaß, gestoppt, erprobt seit über 10 Jahren an locker vierstelliger Zahl an Karosserien. Von so einem kleinen würde ich anfangen, 150 Stunden. Und von so einem Ponton dahinter oder sonst was bis 350 Stunden Arbeit. Das ist das, was eine Rohkarosserie braucht. Plus hier 1500 Material, das heißt und mehr. Und jetzt machen wir mal eine ganz profane Rechnung. Einfach eine Dachrechnung. Komm, wir rechnen auf dem Dach, weil wir ja keinen Platz haben. Wir nehmen 150 Stunden. Und lassen den 20 Euro die Stunde arbeiten. Ja, 20 Euro die Stunde. Dann sind wir bei 3 Mille. Wir lassen 1500 Euro Material dazu tun. Und lass noch mal ein bisschen furzen, aufs Klo gehen, Hände waschen, ein bisschen polieren, keine Ahnung, was auch immer. Ja? Plus polieren, noch mal 500 Euro. Dann kostet eine Lackierung bei 20 Euro die Stunde. Lass mich mal raten, 4,5, 5 Riesen plus Berlin, ne? Plus 19%. Dann sind wir bei 6 paar zerquetschten.
Da würde jetzt jeder sagen, seid ihr hier vergoldet oder was macht ihr denn hier? Oder vergolden wir das ganze Thema hier vorne? Und da kommt jetzt die Frage, wie werden die Autos überhaupt gemacht? Ja, oder wer macht diese Autos? Niemand. Niemand macht diese Autos. Das ist genau das Problem. Schreibe ich einem Kunden, dass das 100 Euro die Stunde, 150 Stunden dauert plus Material, kriege ich nicht mal eine Antwort. Der denkt, ich nehme ihn aus, ich bin ein Wucherer oder weiß Gott, was hier alles gemacht werden soll. Das funktioniert gar nicht. Das geht gar nicht. Deswegen ist eine Ruhrkarosserie in einer normalen Werkstatt kein Business Case. Bei 100 Euro die Stunde kostet jedes Ding, naja, fünfstellig. Wir sind schon im fünfstelligen Bereich und fünfstellige Bereiche werden eigentlich nur von Könnern ausgegeben oder von Kennern. Und ich weiß seit Jahren nicht, wie ich auf solche Fragen antworten soll, ja, weil ich eigentlich jedem Kunden das gleiche Thema erklären muss. So, das ist ungefähr angekommen, ja? Wo waren wir stehen geblieben? Thema Lackieren, ne? Das da sind eigentlich schon die Endergebnisse am Schluss. Wir haben vorher gesehen, irgendeine Karosserie entlackt, entrostet, Kartell beschichtet. Sie braucht ein bisschen Arbeit. Manche brauchen übrigens ein bisschen mehr Arbeit, ne? Sieht man hier. Das ist das, wenn ein Kunde sagt, mein Auto ist super, das hat eigentlich gar nichts. Ne? Das ist oft so, mein Auto hat nichts. Und dann kommen solche Wurmlöcher aus den USA, macht ne? Ich habe die Löcher reingeschlagen. Warum? Damit der Spachtel, wenn du hier schleifst und spachtelst, in den USA macht man das so, damit der Spachtel hier reingeht und einen Wurmling bildet. Und dann hält der Spachtel fest und rutscht hier nicht. Das ist typisch made in USA. Also das sieht alles gut aus, aber das ist nicht lackierfähig. Und das bedeutet, zwischen dem Ergebnis links und dem Ergebnis rechts findet noch eigentlich relativ viel Karosseriearbeit. Ist es wirklich schlauer zu sagen, wir entlacken und KTL, und das ist auch der Grund, warum ich sage, bitte KTL gleich machen, weil wir zum Beispiel 3 Wochen auf diesen Kunden warten und wenn das Auto blank wäre, dann wäre es schon längst verrostet. Und wenn er blank wäre, würde ich zum Beispiel die kleinen Feinheiten, die so eine Karosserie hat, auch am Dach, die würde ich nicht sehen. Und erst dann kann man im Prinzip über das Thema Vorbereiten und Lackieren sprechen. Und nach 6 Wochen beim kleinen Auto, 12 Wochen beim großen Auto, 15 Wochen beim extrem großen Auto sind wir dann wieder hier. Und der Weg, welchen die Karosserie nimmt zwischen einer fertig geblechnerten, KTL-ten Karosserie und einem Ergebnis hier oder einem Ergebnis hier, der besteht aus Schleifen, 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 Herrgott sagt Schleifen und noch mehr Schleifen da drin. Das ist wirklich brutale Arbeit, das muss man verstehen. Und welche Schritte dazu nötig sind, das machen wir jetzt schon wieder in der Lackierkabine. Wir wollten mal das Thema Schritte und Lackieren erklären. Wir fangen mal einfach an. Beispiel. Ich habe eine Rohkarosserie. Rohkarosserie ist KTL beschichtet. Rohkarosserie wurde geschweißt. Und jetzt steht sie im Prinzip in der Lackiervorbereitung und ich fange an. Was mache ich? Ich nehme mein Pad und schleife erstmal ein Auto an. Ne? Schleif, schleif, schleif. Das ist dann bestimmt ein Tag. Ein Tag. Das sind nicht 1 Stunde. Danach muss ich im Prinzip, kann ich schon vorspachteln mit einem Terokal oder mit einem harten Spachtel, dann schleife ich schon wieder. Das heißt, alleine das Vorspachteln vor dem Epoxy ist ungefähr 1 Woche. Dann lege ich einmal Epoxy, gucke ich mir das Thema an, spachtle dann nochmal nach im Kontrast und gehe nochmal drauf und mache zum Beispiel ein Polyester. Ganz wichtiges Thema, man sieht, die Türen sind zusammengebaut, die Kotflügel sind montiert. Warum? Man nehmen sich ein Lineal. Wir haben jetzt leider kein Lineal, aber wir nehmen jetzt einfach mal eine Leiste. Und wenn jemand so ein schönes Auto hat und dann Linien aufmacht, dann haben wir eine Linie 1, 2, 3, 4. Und wenn ich das Fahrzeug in meiner Garage alleine schleife und ich habe das nicht zusammengebaut, was passiert dann? Ganz einfach. Ich schleife den halbrund. Ich schleife eine Tür halbrund und ich schleife einen Kotflügel halbrund. Und das bedeutet, ich habe dann 3 Flächen. Ich habe 1 Fläche, 2 Flächen, 3 Flächen. Und wenn ich den noch separat mache, dann habe ich die 4. Fläche halbrund. Und wenn ich einfach doof bin und keine Ahnung habe, dann mache ich das 5-mal. Und dann habe ich 20 halbrunde Flächen. Was habe ich dann? Ein Bubblegum, aber kein Auto. Aber der Aufwand hier heißt, wir haben eine Linie. Wir können im Prinzip hier setzen und alles, was dieses Lineal an Luft zeigt, ist meine Spachteldicke. Von wegen, mein Auto ist zu groß und ich brauche keinen Spachtel.
Die Flächen machen es. Ja? Wenn die Flächen nicht eingestellt sind und wenn dein Blech nicht eingestellt ist, dann kannst du keine Fläche generieren. Und keine Fläche heißt kein gutes Ergebnis oder es sieht nicht wertig aus. Das sind einfach so kleine Nuancen, die man beachten sollte, aber die machen es halt aus. Aber ich zähle nochmal auf. Schleifen, Epoxy, Spachteln, Schleifen, nochmal sperren wegen mehr Epoxy, Polyester, wenn das Auto schlecht ist, wieder schleifen, wieder sperren, Füller, Kontrast. Füller, Schliff, Dichtlack, Steinschlagschutz, Füller, Schleifen, Lack, Klarlack. Innen lackieren, Kofferraum lackieren, Motorraum lackieren, außen lackieren, warten lassen. Also, wir haben einige Themen lackieren besprochen, auch Schwierigkeiten, mit denen wir kämpfen. Ich denke, auch im ganzen Video habe ich es nicht geschafft, in irgendeiner Form anreichend zu erklären, warum Lackieren eigentlich so ein großes Problem ist und vor allem, dass das Bepreisen von einer Lackierung so kompliziert ist. Es kommt immer auf den Mann, der auf der anderen Seite ist, auf sein Vorwissen, auf seine Vorkenntnisse und natürlich auf seinen Anspruch. Und das entscheidet über den Preis. Hiermit verabschiede ich mich mit eigentlich ungetanter Arbeit in der Art und ich probiere mal, wenn es nicht in dem Video klappt, dann im nächsten Video. Naja, und mein Schlusswort bis heute ist, macht's gut und einen schönen Sonntag. Das ist mein ehemaliger Mitarbeiter Yves. Wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Ich muss gestehen, als wir Carblast gegründet haben, habe ich mich ihn als Lackierer ausgeliehen. Kein Witz, ich bin dann in so einer Lackiererei, da war der Lehrling und habe gesagt, hey, was macht man denn mit deinem Unterboden an Lackieren und wie mache ich das? Bin ich zu dem Dimi und habe gesagt, ey, kann ich dir deinen Lehrling ausleihen? Und das war mein erster Lackierer. So, wir haben uns jetzt 10 Jahre aus den Augen verloren. Yves ruft mich an und hat jetzt ein kleines Unternehmen, Gofex. Und der beschäftigt sich eigentlich nicht mit Lackieren, sondern wenn du schon ein bisschen gefahren bist und ein paar Kratzer, Macken oder sonst was reingefahren hast, was macht man damit? Und das erklärt er in 2 Sekunden hierzu. So, bitteschön. Okay, hi, mein Name ist Yves. Ich bin, wie Alex schon erwähnt hat, wir kennen uns ziemlich lange. Ich bin Kfz-Lackierer, Lacktechniker, Gründer von Gofex. Gofex ist ein Startup-Unternehmen. Wir sind spezialisiert auf Fahrzeugpflegeprodukte. Und wir sind nun dabei, unser erstes Produkt, das Kratzentferner-Set von Gofex, zu vermarkten. Das ist im Endeffekt eine kratzerentfernende Methode, die basiert auf dem Prinzip von Abtragen von Material durch die Kraft deines Bohrers oder Akkuschraubers. Ja, ich würde euch am besten einfach mal zeigen, wie das Ganze hier funktioniert. Und ja, let's go. Okay, also ich zeige euch ganz kurz hier unser Produkt. Das besteht, hier ist die Anleitung, Step by Step. Und dann besteht das Ganze aus einem Polierpad, Polierpad Universal, Polierpad Ultraweich, einem Polierteller, 2 Polituren grob und fein, sowie ein 800 GSM Poliertuch. Wir haben jetzt das Polierpad auf den Akkuschrauber aufgebracht und wir beginnen jetzt im ersten Step mit der groben Politur. Wobei wir sagen müssen, dass dieser Kratzer hier, was ihr seht, das ist natürlich Champions League. Der Kratzer ist extrem tief und wir können natürlich nicht jeden Kratzer entfernen. Also die Faustformel lautet, wenn ihr den deutlich mit dem Fingernagel spüren könnt, dann ist es eigentlich zu spät, also dann ist es eigentlich zu viel. Aber wir schauen trotzdem jetzt mal, was wir hier rausholen können. Okay, ich beginne jetzt im ersten Step erstmal die Politur, die grobe Politur auf dieser Schadenstelle zu verreiben. Wir machen das Ganze in Kreuzbewegungen, das heißt, wir gehen von horizontal und vertikale Bewegungen. So können wir den Kratzer aus jedem Winkel sozusagen abkürzen. Wir können jetzt sehen, dass der Kratzer, wie gesagt, deutlich im Vergleich zur kompletten Schadenfläche sich verbessert hat. Okay, wir sind jetzt hier beim zweiten Step. Also wir haben im ersten Step die Politur, den Kratzer so tief wie möglich abgetragen. Und im zweiten Step, und der ist sehr wichtig, tun wir die letzten mikrofeinen Kratzer entfernen. Und speziell für schwarze und dunkle Fahrzeuge müssen wir Hologramme entfernen. Das ist ganz wichtig. Das sind diese Schleier, die ihr oft in der Sonne sehen könnt. Und um die zu entfernen, benutzen wir das ultrafeine Pad. Du setzt sie einfach auf. Wir haben hier einen Klettverschluss. Wir benutzen die Hochglanzpolitur. Und dann beginnen wir genauso wie bei Step 1. Wir reiben die Politur ein auf der Schadenfläche. Beginnen langsam zu polieren mit einer geringen Drehzahl. Wir gehen ein bisschen über die Schadenstelle hinaus, um auch eine homogene Oberfläche zu erzeugen.
und dann nach und nach erhöhen wir die Geschwindigkeit. Ich fahre hier wieder durch in einem Kreuzgang, das heißt in vertikalen und horizontalen Bewegungen. Also jetzt sieht man hier im Endeffekt, was wir erzählt haben. Also hier ist der Bereich, wo der Kratzer entfernt wurde. Es sind noch minimale Rückstände, aber wie gesagt, der Kratzer, das war auch wirklich Champions League hier in dem Fall. So ist es, wie er davor aussah. Was ich vielleicht noch gerne zuletzt sagen würde, in Bezug auf Alexander Schwan, Kablers Fahrzeugtechnik. Keiner weiß mehr wie er, keiner liebt mehr die Arbeit wie er und er ist wirklich ein richtiger Profi in seinem Bereich. Deswegen check kablers.de, auch auf Instagram Kablers und wie heißt ihr auf Instagram? Kablers? Denkt auf jeden Fall, der Kratzer entfernt das Heck, gov-x.net und gov.coatings auf Instagram. Wir haben immer interessante Beiträge. Ich danke euch vielmals fürs Dabeisein. Viele Grüße, Yves. Danke, ciao.